Ein besonderes Traditionsunternehmen, das den Ruf Gottliebens reichlich beeinflusst hat, ist die weltweit bekannte Hüppenbäckerei. Von hier stammen die legendären Gottlieber Hüppen. Überall auf dieser Welt verzehrt man sich nach ihnen. Aufgrund der immensen Nachfrage musste sich die Hüppenbäckerei immer wieder vergrößern und zog schließlich aus dem alten Fachwerkhaus aus. Heute, keine 100 Schritte weiter, werden sie immer noch nach Großmutters Rezept hergestellt. Selbst die alten Waffeleisen stehen noch gut aufbewahrt im alten Bodenseeschrank. An der Fertigung hat sich gar nicht so viel geändert. Der Teig wird noch manuell angerührt und den Waffeleisen sieht man noch die Verwandtschaft zum Original an, wenn auch in modernerer Form. Statt von Fingern wird der Teig heute von Metallrollen geformt. Ein wenig Technik hat schon Einzug gehalten. Doch das ist notwendig, um die internationale Nachfrage zu befriedigen. Probiert und verpackt wird natürlich auch noch von Hand.